Lavendelpflege. Alles, was Sie über den echten Lavendel wissen müssen. Der echte Lavendel ist ein beliebter Bodendecker für den Garten und gehört zur Familie der Lippenblütler. Selbst wenn er ursprünglich aus dem warmen Mittelmeerraum stammt, ist der Anbau auch in Ihrem Garten mit der richtigen Lavendelpflege möglich. Das Gewächs wird gleichzeitig auch gerne als Zierpflanze, Gewürz oder Heilpflanze eingesetzt. Außerdem können aus ihm wertvolle Duftstoffe für beispielsweise Seife oder Parfüm gewonnen werden. Lavendel wird rund 70 cm hoch und hat behaarte Blätter. Diese sind an der Unterseite filzig und an den Rändern oft eingerollt. Die Blüten sind in der Regel rautenförmig angeordnet und haben eine violette oder braune Farbe. Die Blütezeit des Lavendels liegt zwischen Juni und August. Im Folgenden erhalten Sie natürlich alle Tipps, die Sie für die richtige Lavendelpflege benötigen. Der richtige Standort. Ursprünglich stammt Lavendel, wie schon gesagt, aus dem Mittelmeerraum, da er bevorzugt eher warme Lagen und trockene und felsige Hänge. Der Lavendel ist dabei sehr genügsam. Suchen Sie für ihn lediglich sonnige und windgeschützte Plätze mit mageren und durchlässigen Sandböden aus. Wenn Sie Lavendel auf Lehmböden einpflanzen, sollten Sie immer etwas Sand einarbeiten. Lavendel gießen. Aufgrund seiner Herkunft benötigt das Gewächs wenig Feuchtigkeit. Trotzdem sollten Sie für einen geregelten Wasserhaushalt sorgen, aber lieber immer etwas weniger als zu viel gießen, denn das vermeidet Staunässe und Fäulnis. Wer Lavendel im Topf züchtet, sollte Steine, Kies oder Tonscherben unten in den Topf setzen, um für eine ordentliche Drainage zu sorgen. Größere Wassermengen werden lediglich direkt nach dem Anpflanzen benötigt, damit sich die Wurzeln entwickeln und einen festen Halt im Boden finden. Ansonsten müssen Sie die Pflanze selten gießen. Selbst im Hochsommer reicht einmal wöchentlich völlig aus. Am besten ist hier dann lauwarmes Wasser oder auch abgestandenes Wasser aus der Regentonne. Lavendel düngen. Ähnlich wie beim Wasser ist Lavendel hier sehr genügsam. Für die richtige Pflege ist Düngen nicht unbedingt erforderlich, denn die Pflanze kommt entsprechend ihrer Heimat auch mit wenig Nährstoffen aus. Im Gegenteil bevorzugt sie ja sogar karge Böden gegenüber nährstoffreichen. Düngen Sie Lavendel also nur auf magerem Boden und maximal einmal im Jahr. Lavendel schneiden. Lavendel benötigt einen regelmäßigen Rückschnitt, damit er gleichmäßig wächst und in der Form kompakt bleibt. Dabei sollten Sie vor allem die krautigen Triebe entfernen. Die Äste kürzen Sie nach der Blütezeit etwa um ein Drittel mit einer Garten- oder einer Heckenschere. Im Frühjahr können die Triebe sogar um zwei Drittel zurückgeschnitten werden. Achten Sie dabei aber darauf, nicht bis ins Holz zu schneiden, da das dazu führen kann, dass die Pflanzen nicht mehr austreiben. Lavendel ist allgemein wenig anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Allgemein erleichtert gründlicher und regelmäßiger Rückschnitt hier also auch die Lavendelpflege und sorgt für weniger Krankheiten. Lavendel vermehren. Die Vermehrung von Lavendel erfolgt meist durch Stecklinge. Dafür schneiden Sie blütenlose Triebspitzen von rund 10 cm Länge ab und entfernen die unteren Blätter etwa bis zur Hälfte. Danach werden die Stecklinge in einem Topf mit Aussaaterde eingepflanzt und regelmäßig gegossen. Die Vermehrung geht schneller vonstatten, wenn Sie 3 bis 5 Stecklinge in ein Pflanzgefäß setzen. Die beste Zeit dafür ist entweder das Frühjahr oder der Spätsommer. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.